Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Die Albtraumfront ist es immer noch. Ah ja, hier haben mich so ein paar Steineschmeißer getötet. Mal gucken, ob ich jetzt hier durchkomme. Es war eigentlich gar nicht so schwer. Das war nur so ein Instant-Kill mit einem Treffer. Fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber naja. Und wäm! Ah, Eingeweide rausreißen. Was so viel Spaß macht. Wo war denn jetzt der andere, der mich da jetzt noch von hinten angegriffen hat? Ist da noch einer hier unten, oder was? Warte mal. Weil die habe ich ja gar nicht weitergemacht. Oh ja, glaubt ihr, ich fall darauf rein, hä? Diese Falle wieder. Oh Gott. Ach, ist gar keine Falle, oder? Wahrscheinlich ist das später ein Aufzug, kann ich mir denken. Dann habe ich wieder einen Shortcut geöffnet. Lass mal gucken. Wo ist der Arschbär? Da unten ist er. Der überrascht mich nämlich gleich. Ich überrasche dich jetzt mal, mein Freund. Das ist so geil, diese Eingeweide-Dinger. Oh, eben ruckelt's, warum auch immer. Eine Blitzblutedelstein. Eine Blitzblutedelstein. Warte mal, nicht so schnell laufen, ganz vorsichtig. Ist da noch was? Nee. Was machen die Dinger da? Die beten irgendwas an, oder? Geben jetzt auch nicht sonderlich viel Seelen. Manchmal reicht da ein Treffer, komischerweise. So, kommt dieser komische Jäger wieder angewetzt mit der Fackel? Der hat mich nämlich vorhin so ein bisschen erledigt. Also nicht ganz, aber der hat mir ein bisschen gut eingefahren. Mir gut eingeschenkt. Kommst du da raus jetzt? Oh oh. Na? Kindchen. Will ich eigentlich staggern? So meine ich. Oh yeah. Beast. Feuerblut-Edelstein. Guck mal, wie viel ich... Ich kriege hier ganz viel Zeug. Feuer und Blitz. Finde ich super. So, hier bin ich gestorben, ne? Gleich. Steine schmeißenden Hosenmatze. Komme ich da irgendwo hoch? Nee. Nee. Oh. Nee. Hört mal auf, Steine zu werfen jetzt bitte. Warte, ich hole mir erstmal den hier oben. Wenn ich überhaupt drauf komme, ist die Frage. Er ist nämlich hier oben auf diesem Plateau, glaube ich. Ein Kaltblutblumen. Dingens. Lese ich gleich, Leute. Ich muss erstmal hier raus. Erstmal die Steineschmeißer irgendwie umgehen. Oder töten, noch besser. Weil weit die weg sind. Oh Gott. Oh Gott. Komm ich da ruf? Ja, komm ich. Erstmal den Penner hier töten. Oh oh. Oh oh. Ich sehe es gar nicht richtig. Oh. Auch nicht schon wieder. Ach, crap. Naja, komm, so ein paar Blutechos. Das tut mir nicht weh, glaube ich. 14.000 habe ich jetzt beim ersten Mal verloren. Letzten Part. Ich mir die aber auch nicht anvisieren kann, während sie da sitzen. Achso. Lässt da was fallen, ne? Hip. So, warte, der eine sitzt hier unten. Fieserweise. Ja, ich glaube, die sollte man schon nicht zu zweit bekämpfen, weil dann sind die recht eklig, die Typen. Ja, die sind dann recht eklig. So. Das bringt überhaupt nichts, wenn ich da dann einen Eingeweideangriff mache. Oh oh. Zack. Ich habe eben diese komischen Blutedelsteine. Ich glaube, wenn ich die so verkaufe, dann geben die gar nicht viel. Kann ich irgendwas machen? Na komm, ich gehe erstmal hier oben weiter. Wahrscheinlich sterbe ich da unten jetzt sowieso wieder bei diesen Riesen. Diesen Riesenärschen. Deswegen schauen wir uns einfach mal hier um. Hier wird es wahrscheinlich eh nur einen Gegenstand zum Aufheben geben. Uehehe.
Oh ja, wie ich es mir dachte. Schwimmender See. Hatte ich doch schon mal, ne? Habe ich schon die Stufe 1 davon. Ja. Schadensreduktion 5%. Dass ich die nicht verwenden kann. Immer nur beim Ausrüsten. Das finde ich ein bisschen schade. Jetzt könnte ich die jetzt schon wunderbar schnabulieren. Ich muss da weiter. Oder ich gehe hier durch den Giftteich. Aber da habe ich noch weniger Bock drauf. Muss ich euch sagen. Na komm, Kleiner. Mit dem schiefen Maul. Oh oh. Wow, Blitz. Cool. Julio. Oh Gott, da mache ich überhaupt keinen Schaden mit dem Ding hier. Au. Ja, au, ihr macht da auch noch. Saugeil. Ach man, diese dummen Riesen, wie soll ich die denn besiegen, Mensch? Die treffen mich und ich bin tot. Ist nicht zum Aushalten. Oh oh. Einfach durchrennen, komm, was soll's. Was soll's? Ich hole mir erstmal den Dicken da hinten. Ich muss die von hinten aufräumen, irgendwie. Oh Gott. Nee, das wird so nix. Wenn der mich jetzt nämlich mit dem Stein trifft, bin ich wieder Matsche, ne? Na ja, du Arsch. Oh oh. Cool. Oh. Krass. Krass. Wie der halt immer noch weiter wirft. Schweinebäckchen. Komm, jetzt hole ich mir die andere noch. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht wieder, sonst kriege ich einen Anfall, du. Weil der eine wirft ja fröhlich weiter da unten. Die werfen beide fröhlich weiter, oder? Die Riesen an sich sind jetzt nicht das Problem, es sind halt die Steine und die Reichweite der Riesen. Oh Gott. Das meine ich, seht ihr? Komm, einfach nur rumlaufen. Ja, okay. Warum man mich das eben nicht getroffen hat. Das ist ja gar nichts. Schwein, jetzt komm her. Ja, hast du gedacht, ne? Ja! Yeah. Ich mag die Waffe wirklich. Das Schwert ist cool. Das ist wirklich cool. So, jetzt kann ich mich vielleicht mal in Ruhe hier umsehen, ne? Dankeschön. Diese Steine. Steinviecher. Oh, das sieht so gut aus hier, ne? Guck mal, jetzt kann ich mich endlich mal ein bisschen. Es ist schon Tag. Nee. Es ist noch nicht Tag, noch lang nicht. Nee, also ich möchte noch nicht runter die Giftschlotze, das überlege ich mir dann nochmal. Erstmal den Rückweg finden irgendwie. Oder vielleicht ist das ja der Rückweg, dass ich da einen Aufzug aktivieren kann, wenn ich da unten bin. Aber ich mag sowas nicht, diesen künstlichen Druck aufgebaut zu bekommen, dass man vergiftet wird und dementsprechend schnell sein muss. Das. Ah, ich sehe mich doch gerne um hier. Guck mal, da unten. Da sind ganz viele von diesen Echsen. Mit seinen Kiddies. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Rüstungen gegen Gift und so, aber die will ich gar nicht kennenlernen da unten. Wird aber auf kurz oder lang so laufen, glaube ich. Noch mehr Blei. Aha. Schon was, ne? Es hat schon was, dieses Gebiet. Auf jeden Fall. Hallo. Oh, da ist wieder eins. Warte. Nein. Ja, habe ich noch. Sehr schön. Auch wenn es jetzt wirklich sau doof war und ich drauf gehen hätte können. Achso, das war's. Ach nee, oh, jetzt habe ich hier wieder Mist gebaut. Muss ich nochmal den ganzen Weg laufen. Hätte da nicht runterfallen dürfen. Okay, ist ja nicht weit.
Oh Gott. Seht ihr, das meine ich hier? Sind so niedrige Frames irgendwie. Es ruckelt nicht, aber es hat niedrige Frames. Ich verwechsel. Was heißt, ich verwechsel das? Ich habe halt immer das falsche Wort dafür, aber es ist halt schon niedrig framig. Cramig. Wenn es cramig wäre, dann wird sie richtig schön rundlaufen. Aber ich glaube, die Engine, die ist noch nicht. Also, ja. Es ist halt zu viel wahrscheinlich für die PlayStation jetzt schon. So komisch sich das anhört. Achso, warte. Da unten ist ja. Hui. Muss halt immer aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo in Löcher reinspringe oder so. Was mich ja dann den Kopf kostet. Dass ich die Riesen nämlich wieder machen. Und da habe ich jetzt nicht so Böcke drauf. Gebe ich zu. So. Okay. Das ist so ein bisschen aus wie Basaltgestein, finde ich ja. Ach, warte mal. Da ist wieder so einer. Riesenarsch. Warte mal, vielleicht kann ich den ja überraschen. Da sind noch mehr. Oh nö. Oh na, was? Komm mal her, Dicker. Ich will ihn nicht runterstoßen, versteht ihr? Das wird nämlich gleich passieren. Komm. Wow. Schon mal wegstaggern, das ist so schön. Das ist ja romantisch. Aha. Ach Mann, wenn ich da unten lang gehe, dann muss ich wieder. Oh nee. Nee, nee, nee. Ich habe nämlich echt so den Eindruck, ich muss hier runter. Atemberaubende Tiefsee. Haben wir das schon? Nee. Doch. Atemberaubende Tiefsee. Eine Tiefseerune. Schnelle Giftresistenz 200. Wow. Nee, die muss ich auf jeden Fall einsetzen, bevor ich hier weitergehe. Oh Gott. Oh ja. Er haltet hier gar nichts aus. Wow. Du lebst noch. Sag mir es doch. Arschkrampe. Oh ne, weg, 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 weg. Nee, die rotzen. Ich seh's schon. Schleimer. Schleimer. Ah. Da was von Staggern gehört. Wahrscheinlich Gegengift, ne? Ne, dickes Kaltblut. Rasendes Kaltblut. Ich mache wieder die Fackel, ich sehe hier sonst nichts. Oh ne, Leute, ich würde fast sagen, ich gehe nochmal zurück in den Traum. Weil diese Giftrune, die ist schon richtig gut, ne? Ich denke mal, schnelles Gift ist ganzes Eck heftiger als langsames Gift. Von daher, oh, ich komme hier nicht mehr rauf, ist ja schön. Ja, ist ja schön. Wir werden es nämlich gleich feststellen wahrscheinlich, weil hier unten geht das schon los mit der Giftplörre. Oder? Und mit den Riesen natürlich. Oh, kacke, Kinder. Wo ist denn hier der Aufgang zu dem Riesen dort? Ich wette mit euch, den sollte ich als erstes machen. Aber ich gehe gleich darüber, warte mal. Komm schnell durch. Gift, 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 Gift. Das ist unser kleines Vieh. Will, gib! Ja, cool. Mann, nur normale Blutsteinscherben. Ja, seht ihr, die werfen nämlich schon die Penner. Gegengift. Ja. Oh nein, da komme ich nicht rüber, oder was? Ah, nein, nein. Nicht Steine schmeißen, bitte. Na komm, ich will hier rauf. Und hier rüber. Ich bin so langsam. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Guck mal. Cool. Ne, hier ist was anderes. Oder? Hä? Das ist jetzt einfach nur ein kleiner Rückweg hierher. Na gut. Ich hab's geschnallt. Aber ich hol mir das Gift. Ich hol mir die Giftresistenzrune erstmal rein. Nein, nein, das muss nicht sein. Wo waren das jetzt? Hier? Gott, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Der Rückweg, den bin ich jetzt noch nicht gegangen bisher. Ich denke mal, das ist schon gut, wenn ich hier Giftresistenz mitbringe, weil
Sonst bin ich ja nur im Gegengift mampfen und das ist mir echt zu teuer dafür, ne? Oh, wie schön, dieses Sonnenlicht. Es wird immer heller hier. Warum heißt das eigentlich Albtraum? So albtraumhaft finde ich das jetzt gar nicht. Oh, war da noch was? Ja. Wir sind das Verrückten. Sehr schön. Ich finde es wirklich sehr schön gemacht. Also überhaupt die Gestaltung ist sehr geil. Sehr fantasievoll. So. Ach, mein Püppchen ist wahrscheinlich wieder woanders, ne? Ja. Willkommen, was für... Was wünscht ihr? Nun gut, lasst mich... Oh, was? Ich brauch 17. Okay. Okay. Wie viel gibt denn so eins hier? Hä? Man kann es das nicht verwenden? Achso, ich war noch im Dialog, okay. Ich weiß auch, dass es ganz viele Duping-Glitches gibt. Da hat Lobos zum Beispiel einen benutzt. Finde ich jetzt unschön, aber ich meine, er macht ja auch Speedruns, von daher. Bei Speedruns ist es wahrscheinlich was anderes, wenn man so eine Doppler-Dingens nutzt. Hm, ja. Ja. Vitalität ist immer gut. Ja. Und da ihr sagtet, dass ich die Bestienteile noch nicht verwenden kann, wo ist eigentlich German? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder? Die Bestienteile kann ich nicht benutzen, von daher nehme ich schnelle Giftresistenz. Jawohl, das ist langsames Gift, oder? Und ich nehme 5% Schadensreduzierung. Mehr Blutechos. Ja, das ist auch ganz nett. Gut. Ach, seht mal, das ist schnelles Gift. Das langsame Gift war das Violette, von daher bringt mir das wirklich nichts. Aber ich glaube, es ist ganz gut gerüstet zu sein. So, hier war die Albtraumfront. Und da gehen wir wieder hin, ne? So. Ah, Mann, jetzt... Ah, mir fällt gerade was ein. Jetzt sind die ganzen Riesen wieder da, oder? Das heißt, ich müsste nochmal die andere Seite clearen. Ich glaube, ich springe dann auch gleich dort runter. Das wäre wahrscheinlich das Geschickteste, oder? Aber die ganzen Echsen sind, die mir... Also ihr wisst schon, nicht die Echsen, sondern halt diese kleinen Käferchen. Ich nenne sie halt Käfer. Die mir die ganzen Scherben geben. Den Blutstein. So. Nee, die mache ich jetzt nochmal mit kalt. Das ist mir einfach sicherer. Was ist, werfen die von oben die ganze Zeit, versteht ihr? Das wäre sau doof. Den kann ich eigentlich so wegfletschen, oder? Pennergesicht. Oder ich spiele sie noch auf, das geht jetzt schneller. Ja. Mäßigungsblutedelstein. Ja, die hätte ich mir... Ah, ich hätte mir die nochmal ansehen sollen, ne? Ja, ja. Hätte ich machen sollen. Schade, dass man irgendwie kleinere Blutedelsteine oder Blutscherben, ne, diese nicht in größere verwandeln kann. Das fände ich voll gut. Au. 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 Ist mal auf hier rum zu ragen. Macht man nicht. Ich wünschte mir fast, die würden mir noch mehr Kaltblut geben. Also so zum Sammeln eben, das Zeug. Das wäre voll gut. Gab's ja in Schandstadt damals diese komischen Fleischviecher. Die haben zwar immer nur die kleinen Seelen dabei gehabt, alles unbedeutende Soldaten. Aber hier sind die ja alle ein bisschen höher angesetzt, ist mir schon aufgefallen. Vom Wert. Oh ja. So, ich mir erstmal den Riesen hier. Den Riesenarsch. Au. Wie? Das hat mich jetzt getroffen. Nicht runterfallen. Au. Sag mal. Ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Jetzt mal. Aufhören jetzt, du Scheißvieh. Ja, aber nicht mehr aufhören, ne? Oh, Kacke. Oh, nö. Ja, ich war in der Ecke. Bist eine geile Ratte, bist du. Kennt ihr Critter? Diesen Horror-Komödienfilm aus den 80ern. Da gab es, glaube ich, mehrere Teile von. Ja, es gab, glaube ich, drei mindestens. War sehr lustig. Die Viecher haben eben alles rasend schnell aufgefressen, wie so laufende Kugel-Piranhas.
Oder Rollen. Die sind immer gerollt. Das war sehr lustig. Naja. Fand ich damals ganz gut als Kind. So als Teenie. Mittlerweile ist das mehr Comedy als sonst was. Aber nur mal so. Die haben mich eben daran erinnert. Diese Ärsche hier. Wenn das ein bisschen schneller gehen würde, dass man die einfach killt, dann könnte ich die mit den Riesen zusammen schmamschen. Einfach wegschmamschen. Warte, den kann ich jetzt eigentlich schon aufwecken. Weil er stirbt. Lass mal was fallen, ne? Dann halt nicht. Es ist gar nicht so wild, nur die Kombination aus den beiden, die war eben übel. Und dass ich nicht mehr wegkam aus der Ecke, das ist eigentlich ein bisschen dumm. Aber an sich haben die nicht viel. Viel Leben, meine ich. Ja, nur, dass dieser blöde Riese da oben so einen Stress macht. Machen wir das mal so. Die kann man doch bestimmt auch staggern, die Viecher. Okay. Deswegen nehme ich jetzt mal die schnelle Klinge und hacke das Ding jetzt einfach weg da. So gut es geht. Ja, genau das habe ich erwartet. Oh nein. Genau das. Schnell, schnell, schnell. Chanel, Chanel. Ja, guck mal, wie das abgeht. Und... ja. Blutsteinscherbe. Gib mir doch mal mehr irgendwie Kram. Blutsteinscherben habe ich wirklich genug bald. Wahrscheinlich geht es auch nur bis 99, kann ich mir vorstellen. Dann ist wieder fertig. Warte mal, der hier rechts sollte mir jetzt eigentlich keine Probleme machen, aber der hier, der schmeißt hundertprozentig da runter, wenn ich da bin. Hundertprozentig. Da liegt ja noch was. Au. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel gewollt. Ach Mann. Ich weiß aber auch nicht mehr abbrechen kann, wenn man hier mal zuschlägt. Yeah. Geile Dreier-Kombo, ne? Blitzpapier. Yay. Yay. Du kannst nicht vor dich schmeißen, deswegen. Jetzt aufs Maul jetzt. Ja, guck mal, so sind die voll witzlos, die Typen, ne? Sehen auch sehr ulkig aus. Nee, warte mal, ich sollte mir vielleicht noch den einen Riesen holen, bevor ich jetzt hier runterspringe, oder? Habe ich denn Gegengift dabei? Ja, habe ich sogar. Na komm, ich mach's einfach. Au, nicht gut. Nein, nein, nein. Gott, nimm das mit. Oh, was? Oh, was? Jetzt kommen sie. Nein! Sag mal. Ich habe aber auch eine Angriffsfolge, die ist nicht von dieser Welt. Oh Gott. Oh, wie gut, dass ich jetzt schnelles Gift habe. Seht ihr mal. Verschwindet das Vieh auch, oder was? Sag ich mal, das Große? Nein. Sei ja, diese Cthulhu-Heinis, die kann man wohl nicht staggern, irgendwie. Das ist schon ganz doof, irgendwie. Ah, cool. Hier gibt's ja einiges. Aber Stichangriffe sind bei denen, glaube ich, echt gut. Warte mal. Da mache ich ja einen Stich mit der leichten, genau. Okay. Wahrscheinlich ist hier noch mehr versteckt. Warte mal. Ich glaube, Rollen geht hier echt schneller. Ich glaube, Stich ist bei denen viel besser. Stichangriffe.
Ah, warte, warte. Warte mal, Kleiner. Warte, habe ich gesagt. Nee, nee, nee. Wartest du jetzt vielleicht mal? Schön. Oh Gott, nicht wieder so ein großes Vieh. Nein. Nee. Der rotzt wieder. Na komm. Sei mal nicht so garstig. Oh oh. Das schon her, dass die mich anrotzen. Das mag ich nicht. Keiner mag es, angespuckt zu werden. Aber ich finde das Design unglaublich gut. Unglaublich gut einfach. Mit diesen Spuckern. Ich sage ja, wieso Cthulhus Erben? Oh Gott, Leute, ich überziehe gerade gewaltig. Ich werde hier mal beenden. Lasst mir ein bisschen Liebe da. Nächstes Mal geht's weiter in diesem stinkenden Pool aus Gift. Und bis dahin, ja, nächstes Mal zu Bloodborne.